Denn, okay, nun gib mir Ahmed, diesen Vielarmigen. So, nun gib mir diesen Ahmed, diesen Vielarmigen. Vielseitig. Er ist vielseitig. Ach, vergiss es. Du hast bezahlt, du kannst kämpfen. Den Vielarmigen Ahantat. Come on. Schnell, schnell, schnell runter. Schnell, schnell. Wir müssen vorher speichern. Da kommt er. Das war doch kein Arena-Fight, das war eine Hinrichtung. Ja, die haben doch von Opfern gesprochen. Ey, Hunter, du musst auch ordentlich blocken. Blocken ist halt für den Arsch, ne? Einfach fuchteln. Fuchteln, fuchteln, fuchteln. So, den vielarmigen, vielseitigen habe ich auch geschafft. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Was hast du mit Ahmed gemacht? Der Mann ist völlig kaputt. Na, dafür bin ich doch angetreten. Naja, auch wieder wahr. So, nur noch dieser Wilde und ich bin Champion. Richtig? Der Hunter hat, na, der hat Bock. Der hat richtig Bock. So, nur noch dieser Wilde und ich bin Champion, richtig? Na. Das habe ich nicht gesagt. Was? Wenn du mich verarschen willst. Oh nein, natürlich nicht, Vater des schnellen Kampfes. Allerdings musst du noch gegen die Tempelkämpfer antreten. Eine Auflage von Tisgar. Nur wer gegen die Tempelkämpfer besteht, bekommt den Titel Champion von Bakaresh. Warum sagst du das erst jetzt? Hey, du hast mich nicht gefragt, aber es wird dir Ruhm und Ehre bringen. Und hoffentlich auch Gold. Wir benutzen unsere Macht, um seinen Zorn von euch. Dann schick mir mal den Mufasa. Ah, eine große Summe für einen großen Kampf. Hey, und mach's dieses Mal bitte nicht so schnell, ja? Das Publikum will schließlich was sehen. Der hat schon aufgegeben, dass seine Kämpfer noch irgendwas drauf haben. Das ist ja witzig. Aber man verdient gut Gold, ne? Also ich krieg ja jedes Mal, ich zahle 1000, krieg 2000 zurück. Ach, die scheiß Flacken hier, die nerven voll. Ich werde dich besiegen! Nein! Oh. Scheiße! Dieses Blocken ist so für den Arsch! Oh, ich hab's spannend gemacht, wie er es von mir verlangt hat, ja? Das war nur für die Zuschauer. Er wollte es spannend, ich habe es spannend gemacht. Sag mir nochmal Mufasa. Mufasa. Todskar lacht im Hintergrund. Bei Beliar, mein Kopf. Mein Kopf. Das lag sehr russisch. Also wirklich blocken kannst du. Blocken ist. Warum mache ich es eigentlich, ne? Seht ihr, das funktioniert so nicht. Hier in der Arena von Bakaresh wurde das Unmögliche vollbracht. Mufasa, der Wilde, wurde besiegt. Hier steht der Sieger. Und er ist gekommen, um sein Gold abzuholen. Natürlich. Sieger über Mufasa. Ich sagte dir doch, ich mache dich reich. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen. Nur den Schmerz und den Tod. Die aber unter euch. So, was ist jetzt mit den Tempelkämpfern? Das sind nicht nur irgendwelche Kämpfer. Oh nein, der eine war der Torwächter von Ishtar. Und der andere hat überall in der Wüste Nomaden gejagt. Beide haben sich den Job in Bakaresh verdient. Und mehr Männer umgehauen als alle Barbaren zusammen. Schon gut, du weißt, was ich will. Wir beschützen euch. Also, oben rechts der Louis und unten ist der Leo. Zorn von euch fernzuhalten. Seine Feinde wird er zerschmettern. Uns wird er belohnen. Aber Tempelkämpfer? Sind das jetzt mehrere Leute, die mich dann angreifen? Wie soll ich denn das machen? Für uns den Reichtum. War das Ohr? Und seine Herrschaft wird kommen. Und
dann werden die Erzähler. Her mit den Tempelkämpfern. So sei es. Der Kampf um die Krone soll beginnen. Unsterblicher Ruhm für den Sieger. Den Mund voll Sand für den Verlierer. Viel Glück, Kämpfer. Ich bin sehr gespannt, wie lange du das durchhältst. Den Mund voll Sand für den Verlierer. Oh, guck, die rennt schon los. Wartet! Wartet! Wartet, Schmidt muss vor euch unten sein. Wartet! Oh Gott, das... Ich greife die einfach gleich an, sobald die hier drin sind. Bevor die noch ihr Schwert ziehen. Au, au, au. Oh, Scheiße! Oh, oh my goodness! Danke für das Gold, mein Freund. Nix Gold. Puh! Ich versuch's noch einmal, aber es kann sein, dass wir es einfach später nochmal machen. So. Das sind uns der Ball. Schon gut. Und seine Herrschaft wird kommen. Und viel Glück. Dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Ich werde dich besiegen. Okay. Oh, da. 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 Scheiße! Ich habe versucht, sie einzufrosten, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Also gegen zwei ist schon fies. Soll ich es nochmal versuchen oder später? Ich überlege gerade, was man da schummeln könnte. Also, weil die Eislanze hat gerade gar nichts gebracht. Oder wir müssen Blitz beschwören. Aber dann, nee, dann sterben die, glaube ich. Nee, das kann man nicht machen. Dann sterben die. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen. Nur den Schmerz und den Tod. Sind da keine Zombies? Nee, Eislanze musst du aufladen, damit es einfriert. Denn was aber nützt euer Gold im Angesicht von... Na, wartet. So. Und wenn sein Zorn erweckt ist, ist es zu spät. Dann werden eure Gebete ungehört verhallen. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Nee. Ich werde dich besiegen! Es gibt einen Kampf, Männer! Ja. Oh, oh, da. Ey. Danke für das Gold. Okay, das müssen wir später machen. Also mit dem Einfrieren klappt gar nichts. Hat ihm auch nichts abgezogen. Das ist schon krass. Das ist krass. Kommst du auch nicht zum Schlagen, wenn die dich hauen? Okay, gut. Bricht aus dem Norden. Okay, wir müssen mal aus dem... Also zahlt mit eurem Gold. Es wird schon wieder dunkel. Sonst werden wir mit eurem Blut bezahlen. Beliar kennt keine Gnade. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen. Nur den Schmerz und den Tod. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum. Für Beliar die Herrschaft. Ah, Wiese! Ja? Die sind richtig böse. Die sind die richtige Arschbimmel. Vor allem, die schlagen einfach zurück, weißt du? Lass dich nicht umzingeln, Hunter! Nicht umzingeln lassen. Einfach fuchteln, fuchteln, fuchteln. Jetzt nochmal so. Und dann
so. Ich muss aufpassen, dass ich mir dabei nicht die Zunge abbeiße. Ist hier noch mehr? Stimmt. Da hinten ist noch einer. Nicht lecken jetzt hier. Oh, der hängt schon wieder irgendwo fest. Gibt's halt nichts Tolles. Ah! Oh, okay, das war eine Quest. Ich weiß zwar nicht von wem, aber es war eine Quest. Bestimmt, wenn wir den Typen finden, der das Nordtor bewachen sollte. Ich bin halt immer meiner Zeit voraus, beziehungsweise meinen Quests voraus. Hier ist er. Hey Mann, mach keinen Scheiß! Was? Lauf nicht hier rum! Warum nicht? Da sind räuberische Nomaden, die jeden sofort angreifen, den sie sehen. Außerdem gibt's da hinten viele Lurker. Und wenn ich viele sage, dann meine ich verdammt viele. Wir können nur hoffen, dass sich dort alle gegenseitig umbringen. Lecker! Ich komme, um deinen Bericht zu holen. Tja, Silvio schickt dich, richtig? Genau. Ich kann dir den Bericht nicht geben. Wenn Silvio erfährt, was hier los ist, macht er mich einen Kopf kürzer. Also? Also hilf mir, mit den Nomaden fertig zu werden. Dann bekommt Silvio seinen Bericht. Erzähl mir alles über die Nomaden. Es sind nur eine Handvoll, aber sie sind schwer bewaffnet. Wir haben sie beobachtet. Sie hocken in einer Höhle gleich hier vorne. Dann lass uns sie fertig machen. Bist du verrückt? Das sind Nomaden. Ich sage dir was, lock sie raus. Dann machen wir sie hier fertig. Ich will da... Sind das... aber die Nomaden sind auch meine Freunde. Hallo Zwaschoss, dachte ich. Ich muss mal kurz gucken. Wenn ich jetzt zu der Höhle gehe, ob die mich angreifen. Wenn ja... Tja, erstmal rausfinden, wo diese Höhle überhaupt ist. Ach, da. Die Höhle? Weg mit euch! Der Zug muss hier durch! Okay, das sind böse. Bleib stehen! Ah, und da war auch ein Lurker. Hä?
Ach nee, die haben den Sandlurker. Scheiße. Nee, die sind... Dem hast du's gezeigt. Um dich ist es nicht schade. Jetzt wirst du was erleben. Los, komm, du wolltest helfen. Stunde hat geschlagen. Dieser Sieg ist für Beliar. Okay, das waren keine lieben Nomaden, das waren böse Nomaden. Schön, dass der Feuerpfeil noch aktiv ist, okay. Aber so schief geschossen, ja? Die Nomaden sind erledigt. Junge, Junge, das hast du gut gemacht. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Die Stadt Bakaresh möchte sich damit für deine Hilfe bedanken. Was ist mit deinem Bericht? Hey, Mann, kein Problem. Geh zu Silvio und sag ihm, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Haha. So, ich muss nochmal Pipi machen, Leute. Ich trinke einfach zu viel. Und ich habe bald kein Fleisch mehr. Die geben alle kein Fleisch, was ich braten kann. Aber da sind doch bestimmt ja, moin. Noch ein paar Sandlöcker. Hallo, Kermit. Jetzt wirst du bluten. Ist da noch einer? Hoppala. Die Quest war da schon abgeschlossen. Wo kam der denn jetzt her? Abgebrochen. Hat sich versteckt. Oh, Blitzbeschwören. Sehr schön. Und Pfeile! 39 Pfeile waren da drin. Die sich einfach nur über die Pfeile am meisten freut, ne? Oh, da ist noch ein Lurker. I see you. Aber ich treffe dich nicht. Jetzt habe ich dich getroffen. Oh, der Arme. Schön am Brutzeln gewesen gerade. Claudia halt, was denn? Wegen den Pfeilen, oder was? Ja, na, weil ich hab übelst viele Zombies abgemurkst und für die habe ich meine ganzen Pfeile... Oh, hier haben sich wieder ein paar Lurker versammelt. Tja, ihr Lurker. Es tut mir leid, aber... Ich finde euch. I see you. Und ich kümmere mich dann drum. Da war jetzt auf jeden Fall eine Gavin dabei. Die hat sich nämlich vorhin in den Lurk abgemeldet. Die haben bestimmt gedacht, ach, in der Wüste findet die uns niemals. Wo geht's denn jetzt hier eigentlich hin? Aha. Ich glaube, da hinten war es schon mal, als wir die 100.000 Lurker abgemurkst haben.
verteilt Helme an die Lurker. Eher du Feuer. Du solltest mich besser nicht stören. Feuerfeste Rüstung musst du verteilen. Ich habe Feuerpfeile. Und ich werde sie benutzen. Wir sind das erwählte Volk. Oh, geh doch mal ins Bett, Junge. Für Beliar die Herrschaft. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Schön also scharf muss sie sein. Hä, normalerweise... Hast du zu viel Zeit? Normalerweise habe ich doch von den Leuten, die ich besiegt habe, in der Arena auch noch Erfahrung bekommen. Aber die sind hier ein bisschen knauserig. Du solltest mich besser nicht stören. Es wird Zeit, dass ich etwas esse. Ich will euren Tribut zu Amul bringen. Ach ja? Können wir dir denn überhaupt vertrauen? Na klar. Vielleicht arbeitest du ja für die Nomaden. Nein. Und versuchst, dich hier im Bakaresch beliebt zu machen, um unser Gold zu stehlen. Was? Also, was verlangst du? Ich denke, wir sollten dir unser Gold nur anvertrauen, wenn du außerhalb von Bakaresch gute Geschäfte gemacht hast. Was kannst du vorweisen? Hallo, Alcination. Für Belia. Für Huntert. Ich habe mit Nafadem Geschäfte gemacht. Ja, das ist gut. Du hast Erfahrung. Das habe ich sofort gesehen. Du kannst zu Amul gehen. Meine Stimme hast du. Ach, das war's? Und die anderen wollte der jetzt gar nicht mehr Zeig wissen? Zeig mir deine Ware. Ich habe doch noch so viele andere tolle Sachen gemacht. Jetzt habe ich schon 52.000 Gold. Es wird. Verflucht, was willst du? Ey, du warst doch noch gar nicht... Der hat doch noch gar nicht geschlafen. Der tut so, als hätte ich ihn geweckt. Katzen macht auf, Katzen geht auf die Tastatur. Louis, let's go. Nein, lass sie schlafen. Ich will Amul euren Tribut bringen. Du willst unser Gold abgeben. Damit wirst du in der Gunst der Schwarzmagier steigen. Mhm. Genau darum geht's. Ah, das gefällt mir. Aber dir ist doch sicher klar, dass du nicht der Einzige bist, der das will. Also, was schlägst du vor? Du machst ein Geschäft mit Amul und schuldest mir einen Gefallen. Moment, was ist das für ein Gefallen? Wenn du Zugang zum Tempel hast, wirst du mich dem Schwarzmagier Sigmor empfehlen. Ich soll dich empfehlen? Ja, genau. Erzähl ihm, was für ein tüchtiger Mann ich bin. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich verlasse mich auf dich, Sohn der Gefälligkeiten. Zeig mir deine Ware. Ach ja? Tribut muss ja auch noch sein. Hehe. Dankeschön für deinen Tribut. Vielen Dank. Ja, wurde heute auch schon von anderen gezollt. Vielen Dank dafür. Das ist ein Sohn der mangelnden Pfeile. Ja. Ja, absolut. So, wir haben jetzt einige Quests hier. Bericht aus dem Norden. Achso, dem Silber können wir das berichten. Der ist aber auch schon am Schlummern. Aber wo? In welcher Hütte schlummert der? Silvio? Ah, hier. Verflucht. Was willst du? Ich bringe Akrabors Bericht. Und? Die Situation ist ruhig. Ich denke, wir wissen beide, dass wir das nicht Akrabor verdanken. Hier, für deine Arbeit soll's doch bezahlt werden. Hast du noch was zu erledigen? Hinter der Arena sind wieder Sandkrawler aufgetaucht. Es werden immer mehr. Die Biester müssen irgendwo ein Nest haben. Also spür die Biester auf. Finde ihr verfluchtes Nest und räuchere sie aus. Das ist schon längst erledigt. Ich habe mich um euer Crawler-Problem gekümmert. Ich gehe davon aus, dass du das ganze Nest ausgenommen hast. Klar. Du machst dich ganz gut bisher. Bleib dabei. Hier, das ist für dich. Ja, ich bin nämlich ein Feini. Drei Schatullen, wo auch immer man die findet. Nur ein Gefallen, überzeuge die Händler. Die Ruinen von Bakaresch. Ich werde mir mal die Ruinen ansehen.
Das macht das. In all du meine Sklaven kaufst, kriegst du deinen Teil ab. Heißt das, ich soll die vorhandenen Sklaven abmurksen, damit er neue Sklaven kauft? Nee, oder? Das wäre schon echt evil. Ich guck mir mal die Ruinen an. Kann ich hier die Kisten aufmachen, ohne dass die mich hauen? Dann die sich ja nicht wagen, oder? Probier's. Einmal alle abmurksen, fertig. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Ich höre schon wieder Schakale. Ich habe es mir gemerkt, das sind keine Kojoten, das sind Schakale. Huch! Wenn es nur einer ist, geht's auch. Da noch einer? Nö. Wieso ist denn da kein Fleisch drin? Wow. Ah, hier ist eine alte Schatulle. Okay, Nummer 1. Das ist ja einfach. Silberpokal. Oh, da unten sind ein paar mehr. Oh, und Löwen. Okay. Ja, das ist die Strafe, weil ich gesagt habe, das ist ja einfach. Ha! Uff. Hör auf, mich zu beißen. Scheiße. Nein, nein. Verdammte Axt. Das war wieder dieses nach unten kämpfen. Da triffst du einfach nicht. Ja, weil der Schakal Vegetarier war. Aha, aha. Scheiße. Ende. Mir gar nicht aufgefallen. Die haben nur Zähne, kein Fleisch. Die Löwen werden aber nicht so einfach. Das da drüben war die Sandcrawler-Mine, ne? Höhle. Kommt der Löwe auch, wenn ich den Schakal anschieße? Oh, der hat sich natürlich genau in dem Moment bewegt. Aber viel mehr Ruinen als die sind ja hier gar nicht. Wo sollen die anderen 3 Schatullen sein? Oder? Naja, die sind dann vielleicht nicht hier. Krieg ich den Löwen kaputt? Ein wilder Löwe. Hä? Okay. Da drüben ist auch noch einer. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Da, da, da. Aua. Da. Löwenfell.
Uiuiui, aber die gaben 240 Erfahrung. Lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Ah ne, das ist auch nochmal ein Schakal. Und noch ein Löwe. Okay. Boah, Sarama. Wieso trifft denn der nicht? Das ist ja bescheuert. Da kann ich ja froh sein, dass nur zwei Löwen kamen, nicht drei. Nennt mich Löwentöter. Oh, das war sehr gut getroffen. Da! Ja, hallo? Ich hab's richtig drauf, so langsam. Was, wenn das alles Droiden sind, die sich nur nicht zurückverwandeln können? Dann, haben sie einfach Pech gehabt, würde ich sagen. Lionkiller Tread. Oder sind noch mehr Löwen? Oh, aber hier ist noch ein Korb. 10 Gold und Heilung. Hm. Noch ein Korb. Nichts zu holen. Ah, da war es schon dran. I need noch zwei Schatullen. Aber ich befürchte, dass sie einfach in anderen Ruinen sind. Huch, ach nee, das war Steintafel. Als der Diener Innos erkannte, was geschah, ließ er die 5 göttlichen Artefakte in die Tempel bringen. Und das Volk von Varant ging unter. Und Zepter und Stab versanken in den Wassern. Huch, hast du was? Zepter und Stab versanken in den Wassern. Verflucht, was willst du? Zeig mir deine Ware. Das ist zwar eigentlich gar nichts, aber... Will der, dass die Sklaven... Dass ich die Sklaven töte? Also...
Geh jetzt besser. Verflucht, was willst du? Da sind noch mehr Sklaven. Okay, ich schmuck sie jetzt mal alle ab. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich das wirklich so machen soll. Das wäre schon echt fies. Verflucht, was willst du? Verflucht, was willst du? Besser war denn das mit den Sklaven? Lass mich in Ruhe, ich will... Warum hast du mich geweckt? Nur aus Spaß. Wo ist denn der Letzte? Wer war denn das? Oh, der hat wieder oben sein... Wenn das wieder so eins ist, wo man oben nicht rein darf. Warum hast du mich geweckt? Verschwinde! Das ist doch... Welcher war denn das mit den Sklaven? Verdammte Axt! Verflucht. Wo ist der Armul? War Armul das gerade oben? Warum hast du mich geweckt? Verschwinde! Nee, ich glaube, das war nicht das Richtige mit den Sklaven. Das war mir auch sehr zuwider, ja? Ich wollte das nicht. Das war ein Paralleluniversum. Nur eingefallen. Gesundheit. Ich weiß gerade nicht so richtig, was wir machen. Tempel von Bakaresh. Da will ich ja rein. Mach dich nützlich. Die Ruinen von Bakaresh. Mach das. Wenn Aldo meine Sklaven kauft, kriegst du deinen Teil ab. Ja, der wollte die Sklaven aber gerade gar nicht. Und ich kann die auch nicht irgendwie befreien oder so. Ich will keinen Ärger haben. Ich bin beschäftigt. Oh, schön vorbeigeschossen. Da!
Habt ihr meinen Links-Rechts-Gefuchtel gerade gesehen? Habt ihr das gesehen? Besser du als ich. Ah! Ich musste wirklich die... Ah! Oh, das war eine Quest. Ah! Oh, ich musste die töten. Ich musste gar nicht die Sklaven töten. Ich musste nur die ganzen Viecher wegmachen. Oh, Clodi. Verflucht. Was willst du? Nee, das war der Carlos. Aber erstmal die Sklaven töten. Ist halt mitten in der Nacht, ne? Warum hast du mich geweckt? Die Ruinen sind sicher. Keine Gefahr mehr für die Sklaven? Lass sie buddeln. Gut, ich werde Aldo ein Geschäft vorschlagen. Was dich angeht, du hast mir geholfen. Ich danke dir. Und was den Tribut für Amon angeht, ich denke, wir können dir das anvertrauen. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Okay, cool. Darf ich in deinem Bettchen schlafen, Jafar? Ja, ne? Hast du doch kein Problem damit. Bald 3 Jahre Ui. Ui? Bam, bam. Dankeschön. Für 35 Monate. Irre. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Du kannst halt Weihnachtspäckchen gewinnen. Wenn du dein Lack so richtig herausfordern willst. Steht auch keine Anwesenheitspflicht für den Gewinner. Zeuge die Händler. Wie viele Tribute habe ich denn jetzt schon? Habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Hat der mir schon sein Tribut anvertraut? Ich weiß es gar nicht. Du solltest mich besser nicht stören. Ich habe die Händler überzeugt. Dann hast du ihr Vertrauen gewonnen. Gut. Hier, dieses Gold soll Amul helfen, Beliars Zorn fernzuhalten. Und mach keinen Scheiß. Bring das Gold direkt zu Amul. Wenn du versuchst, damit abzuhauen, wirst du nicht lange Freude daran haben. Ich habe einen Tag Zeit. Na, ob ich das schaffe? Wir sind das erwählte Volk. Ob ich das schaffe? Ach, Amul war doch... War der noch hier oben? Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reich. Kennt der noch? Nee. Wann der Amul jetzt? Ha! Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ah nee, das war ja da der ganze Quatsch da hinten. Morgen sieht das schon wieder anders aus. Ich bring den Tribut der Händler. So ist es recht. Gib ihn den Magiern, auf das Sibelias zornigen Blick fernhalten. Wie sieht's aus? Lässt du mich in den Tempel? Du hast dich um Bakaresh verdient gemacht. Der Zugang zum Tempel ist dir gewährt. Kannst du mir jetzt was beibringen? Du hast dich um die Stadt verdient gemacht, Sohn der Assassine. Ich bin bereit, mein Wissen mit dir zu teilen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum. Für okay, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern. Amul schickt mich. Jetzt lass mich durch. Natürlich. So zahlt natürlich. Gold. Sonst werdet ihr mit eurem Blut bezahlen. Ich bin jetzt mal gespannt. Also ich glaube, als ich damals Gothic 3 gespielt habe, war Rand irgendwie ausgelassen. Also ich kann mich wirklich null erinnern. Null. Zu 0,000. Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Okay. Wir sind das
Hola. Hier gibt es aber viele Räume. Ich muss bestimmt die Treppe hoch. Ist da hinten? Hallo, Ayu. Was war denn das für ein Charakter mit dem Besen? Es hätte sich jemand absichtlich in einem Charaktereditor ausgelassen. Das war ein Sklave. Die sehen immer ein bisschen ausgemerkelt aus. Schönen Tempel habt ihr hier. Oh, wer ist das? Ach, da ist er ja. Die aber, die Beliars zorniger Blick traf, fanden keinen Frieden mehr. Wie bist du hier reingekommen? Amul sagte, das geht in Ordnung. Amul. Amul ist alt. Er würde jeden in den Tempel lassen, der mit ein paar Münzen klimpert. Ja, hat er geklappt. Ich habe hier einen Brief von Sancho. Was? Zeig her. Ah, Was? Ah, verstehe. Ja, wenn das so ist, dann werde ich mich natürlich bei Zuben für dich einsetzen. Kannst du mir was beibringen? Du verlangst, dass ich meine Kunst, unsere Gabe, unsere Macht mit dir teile? Die schwarze Magie ist die höchste Form des Glaubens an Beliar. Es gibt keinen Grund, warum ich sie mit dir teilen sollte. Ach, aber für Gold oder was? Hast du Arbeit für mich? Was? Was habe ich dir getan, dass du mich störst? Wenn du Arbeit suchst, geh hinaus in die Wüste und töte Nomaden. Und jetzt halte mich nicht länger auf. Doch! Ach, kennst du eigentlich Aldo? Aldo? Der Händler Aldo? Was ist mit ihm? Ich soll ihn dir empfehlen. Schöne Grüße und er ist ein guter Mann. Verstehe, er hat dir aufgetragen, das zu sagen. Aber was ist deine Meinung über ihn? Ist er ein guter Mann oder nicht? Er ist in Ordnung. Gut, wenn du das sagst, er darf sich auch weiterhin unserer Gunst erfreuen. Okay. Okay. Hätte ich jetzt gesagt, er hat es einfach nicht drauf. Wer weiß, was dann passiert wäre. Dann hätte der bestimmt gesagt, ja, dann mucks ihn halt ab oder so. So, gibt's hier irgendwas? Darf ich hier rein? Wow, das ist euer Tempel? Okay. Das ist natürlich... Wow. Okay. Ah, eher hier hinten, oder? Ob ich hier rein darf? Okay. Ach, guck, hier sind die Tänzerinnen. Ein weiter Weg liegt hinter dir, Pilger. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Solange deine Absichten im Sinne unserer Gemeinschaft sind, ist kein Weg umsonst. Ganz im Gegenteil. Wir belohnen jeden, der für uns arbeitet. Mit Gold, Ruhm. Und dem Wissen der dunklen Magie. Das klingt doch schon ganz gut. Dann hätte ich ihn töten sollen. Das habe ich mir schon gedacht. Wie sieht's aus mit meinem Ruf? Es steht außer Frage, dass du dich um uns bemüht hast. Aber es sind viele Fremde in unser Land gekommen. Einige kommen als unsere Gäste. Andere als unsere Feinde. Sie töten unsere Männer. Und sie rauben unser Gold. So geschah es jüngst direkt vor unserer Stadt. Die Oase wurde geplündert. Was kannst du mir beibringen? Ich lehre dich die Kunst der dunklen Magie. Lehre mich das höchste Wissen der Schwarzmagie. Wenn ich jetzt sage, ich kümmere mich um die Oase, dann muss ich doch bestimmt Nomaden töten. Das will ich ja eigentlich nicht. Ihr tanzt hier das Gold an, oder was? Dazu bin ich nicht bereit. Nee, ich werde bloß mal gucken, was du machst. So viel Gold. Wenn ich hier die Kiste aufmache, krieg ich auf die Mütze, ne? Große Truhe. Nomaden töten ist Sport in Varant. Ja, aber, das erste Nomadenvolk, was hinten bei Braga war, das waren ja meine Freunde.
Du rennst aber immer wieder weg. Gar nicht. Hallo, ich warte bei der 29 auf dich. Hallo? Ich kümmere mich um die Oase. Gut. Mir kam zu Ohren, dass sich die Räuber aus dem Norden mit Nomaden verbündet haben. Lass sie den Zorn Belias spüren. Ich könnte Hilfe bei der Oase gebrauchen. Ach so. Dann nimm dir Silvio mit. Er ist doch ein guter Kämpfer. Ein wenig Abwechslung wird ihm gefallen. So sei es. Silvio soll dich begleiten. Nee, ich geh erstmal gucken, ob das Freunde oder Feinde sind. Darf sich Linger jetzt selbst Bier kaufen? Hast du schön reingefeiert? Würde keiner merken, wenn ich die Truhen ausräume. Oh, ups! Oh, tut mir leid. Ich hab... Ah, oh, es war Missklick. War keine Absicht. Ich wollte das Gold gar nicht nehmen, ich schwöre. War keine tollen Sachen drin in den Kisten. Jep, jep. Ich futter gerade Reste meiner Geburtstagslasagne. Oh, nom, 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 nom. Schiss auf die Mütze krieg. Hier sind einige Dinge verschwunden. Weißt du was darüber? Nein, ich weiß von nix. Nein, ich dachte schon, Feuerkelch. Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Ach, Manu, aber wieso hast du denn einen Namen? Verpetzt du mich, wenn ich hier klaue? Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Ich sag einfach, er war's. Aber so wirklich viel hat mir das jetzt auch nicht gebracht, da hochzugehen, oder? Außer, dass der bei in Ishtar ein gutes Wort für mich einlegt. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Also zahlt mit euch. Zeig mir deine Ware. Ich kann dem jetzt gar nicht sagen, dass ich ein gutes Wort für den eingelegt habe. So, ich gehe mal zu der Oase. Aber das war ja die, wo ich vorhin war, oder? Da war doch gar nichts. Oh, ein Krokodil. Und noch ein Locker. Huch. Wieso treffe ich denn nicht mehr? Ich
glaube, die Krokodile, die haben eine zu dicke Haut. Da kommen keine Pfeile durch. Holt mich ab! Mann, holt mich ab! Ich bin ein Hunter, holt mich hier raus. Sarah wollte schummeln. Nein! Aber dann heute Abend kannst du X messen. Genau. Heute gibt's das. Ah, nee, siehst du, du darfst da gar nicht mitmachen. Du kriegst ja schon eins. Also Linger, Babe, wenn du noch so richtig cooles Geburtstagsgeschenk brauchst, du kannst Weihnachtspäckchen gewinnen, ne? Du musst auch nicht da sein bei der Ziehung. Die, alle, die jetzt schon drin sind im Gepäck, denken sich, ah, nicht noch mehr! Nicht noch mehr! Nicht noch mehr Konkurrenz! So, von hier bin ich ja gekommen. Hallo, Atze. Darüber auch die Inseln schwimmen kann. Vielleicht muss ich da sogar rüber. Da sind auch Ruinen. Das mache ich mal. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Wir werden es gleich erfahren. Oh, Blutfliegen? Ja gut, die können wir schon... Aha, hier haben sich die Lurker versteckt. Das habt ihr euch so gedacht, hä? Da! Richtig viele Lurker. Oh, die könnte mich jetzt noch killen. Okay, okay. Huhuhuhu. Das war sehr knapp. Ein kleines Gemetzel an meinen ganzen Lurkern. Die denken sich alles, Mama, wo sollen wir uns denn noch verstecken? Ah. Aber wenn jetzt hier nicht die Schatullen sind, dann weiß ich auch nicht. Leute, wir sind aufgefallen. Lauft! Aufgeflogen, ja, genau. Tja, ihr könnt dem den Zorn des Handhabs nicht entkommen.